Okay, wir schauen rein ins Tiny House von den Real Life Guys, dann gehen wir rüber ins digitale Bauklötzchen-Spiel. Imagine, du nimmst einen aus dem Club mit und sagst, darin wohne ich. Boah, chillig, Bro. Herzlich willkommen. Boah, wow, Digga, sehr chillig. Wo kackt? Ach, da ist ein Klo. Und zu unserer Roomtour hier in diesem Tiny House. Wir haben euch ja im letzten Video gezeigt, wie wir dieses Haus in 48 Stunden gebaut haben. Wie geil. Ist jetzt endlich fertig und richtig eingerichtet. Imagine, was das vom Club gibt. Naja, da sind sie wieder, die ganzen Linken, die hier Sachen kaputt machen. Wir haben hier schon mal so eine kleine Garderobe gebaut. Und wir haben jetzt auch endlich neuen Merch im Shop. Und zwar ist es unser genialer Maßband-Hoodie. Den gibt es nochmal mit einer kleinen Veränderung. Ich finde, das ist richtig schön geworden. Das Regal ist geil. Da haben wir ein bisschen Stauraum und gleichzeitig ist es außerdem noch die Treppe. Die kommt dann nämlich hoch ins Schlafzimmer. Das zeigen wir euch. Das sind sau die angenehmen Stufen, die sind so hoch. Danach. Hier haben wir dazu noch jetzt ein Geländer. Ist so groß wie mein Kleiderschrank. Sorry, Nilex, dass du reich bist. Fünf Subs giften als Strafe jetzt. Festig, damit man hier nicht runterfallen kann, weil die Drittstufen ja schon relativ schmal sind. So, hier ist jetzt unser Wohnzimmer. Ich finde, das ist ganz schön geräumig geworden, dafür, dass es so ein kleines Tiny House ist. Auf jeden Hier Fall. Haben wir eine richtig gemütliche Eckbank, die hat der Dominik gebaut. Die ist auch richtig cool geworden. Das Besondere dabei ist, dass man die sogar aufklappen kann und hier unten nochmal extra Stauraum drin hat. Chillig, da. Also, ich weiß nicht, Bro. Da sitzt halt, also, da ist jemand drin. Ja, ich finde die Wohnzimmer. So sehr haben sie dann doch nicht auf die Bank vertraut, dass man sich draufsetzt, wenn er da drunter liegt. Die Ecke hier ist echt richtig gemütlich geworden. Isabel, danke schön. Wir haben hier noch so ein richtig geniales Bild. Und zwar ist es ein richtig qualitativer Druck auf Blech. Den kann man mit so einem Magneten an der Wand befestigen. Chillig. Richtig einfach. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Chilliges Bild von dem Tiger. Die Bilder hier sind von Display. Die haben wir euch unten auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir auch nochmal eine eigene Sammlung mit unseren ganzen Favoriten zusammengestellt. Und noch einen Rabattcode. Ich finde es richtig cool, weil wenn man da ein Bild kauft, werden 10 Bäume gepflanzt. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Geil. So, weiter geht's jetzt hier mit unserer kleinen Bar. Das ist angebaut an die Küchen. No joke, dieses Tigerbild, irgendwie macht das voll kaputt hier, oder? Findet ihr nicht auch? Das ist hier mitten in dem Raum drinne und das macht einfach alles kaputt. Irgendwie wäre es viel geiler, wenn da was... Also das passt irgendwie nicht, weil das so dunkel ist. Wisst ihr, was ich meine? Ein Bar, das ist angebaut an die Küchenzeile hier. Ich finde, das ist richtig cool geworden. Da hat man hier dann so einen kleinen Platz, wo man essen kann. Bitte mit den leeren Gläsern anstoßen. Oh, sauft euch rein, Jungs. Kippt leeren euch. Gläsern anstoßen ist auch immer eine sehr gute Sache. Hier ist unsere kleine Mini-Küchenzeile. Ich muss sagen, für unsere Kochkünste würde das wahrscheinlich schon sogar geil ausreichen. Ja, ja. Das ist immer so ein Ding, das hat man als Hipster, das muss man haben, so ein Ding. Das muss man haben, da kommen immer Limettenscheiben rein, Gurken. Hier haben wir noch ein kleines Kopffeld. Ah, chillig. So, jetzt kann man dann einfach in die Steckdose stecken. Das ist so krass Induktion, ne? Und darauf was kochen. Und genau, hier haben wir noch eine richtig schöne Spüle. Die ist jetzt gerade nicht angeschlossen, deswegen kommt kein Wasser raus. Die schließen wir dann vor Ort an. Dann haben wir hier in dieser Ecke nochmal dieses coole Regal hier. Ich finde das eigentlich voll die schöne Idee, wenn ihr mal was selber bauen wollt. Kann man ganz einfach machen, so eine Platte nehmen, Löcher reinbohren und dann kann man sich das hier ganz individuell anpassen. Aber wenn ich da was draufstelle, fällt das doch runter, oder? Ah ne, doch nicht. Und dann haben wir hier unsere Toilette. Hallo! Aber hier das ist keine sehr Dusche, kleine oder? Toilette, aber ich finde... Keine Dusche drin. Ist definitiv genug Platz zum Kacken. Oh, er hat Kacken gesagt, let's go. Wir haben hier unten eine Komposttoilette, das ist so eine Trockentrenntoilette, was angeblich sehr wenig stinkt. Wir haben es nicht ausprobiert. Hier in der Ecke haben wir noch unseren Sicherungskasten. Da kann man ja eigentlich eine Dusche da noch reinbauen, wenn da der Sicherungskasten ist, oder? Ich glaube, er hat gerade selber gecheckt. Das hat nicht gut funktioniert. Am Anfang habe ich mich ja immer gefragt, als wir das gebaut haben, ob dieses Regal jemals halten wird. Aber das macht einen richtig soliden Eindruck. Das macht einen soliden Eindruck, okay. So, und hier oben ist natürlich die schönste Ecke. Das ist so gemütlich geworden. Das ist so geil. Vor allem mit diesen Scheiben hier finde ich einfach so nice. Beim Regen ist voll gemütlich oder auch nachts, wenn man dann die Sterne beobachtet. Sieht aus wie ein Sarg. Kann. Echt richtig aber cool sehr geworden. Schön, wirklich. Ja, das war irgendwie so die Besonderheit an dem Haus, dass man abends da ist keine liegen Heizung kann und rausgucken Haus, kann, den Himmel sehen kann. Ja genau, das hat sich die Gewinnerin auch genauso gewünscht. Nein, ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass das Tiny House ja jetzt eine Zuschauerin gewonnen hat. Das war ja eine Aktion, die wir mit Peugeot zusammen gestartet haben, dass wir einen Kindheitstraum verwirklicht haben. Mhm. Das heißt, da werden wir das Tiny House... Mein Chat ist nur so retarded, nur 9-Jährige. Ja. Das ist jetzt die Wochen, wir müssen schauen, wann die...
Was ist, wenn man runterfällt vom Bett mit einem T geschrieben? Ich weiß es nicht. Spedition Zeit hat, irgendwann zu ihr bringen und dann machen wir nochmal ein Video, wie die Frau reagiert. Ja, ich glaube, das wird voll die schöne Überraschung, weil die jetzt auch noch gar nicht gesehen hat, wie es fertig aussieht. Ich hoffe, sie schaut dieses YouTube-Video noch nicht. Ja, das hat jetzt echt ganz schön lange gedauert. Habt ihr geil gemacht, Jungs? Hatten wir das damals, als wir dieses Video mit dem E-Peugeot gedreht haben, wo wir ein Rennen... Habt ihr gut gemacht, gefällt mir sehr gut. 10 von 10 würde drin wohnen und vor den Club ziehen. Ein Kindheitstrauma, aber keine Dusche drin. Warum schreibst du Trauma?